Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Aber scheinbar heute läuft's. Hm. Ohne Probleme. Ja. Technik, wenn. Ich glaube, mein Rechner ist weiblich. Der zickt. Hm. Ab und zu. Vielleicht hast du meiner zickt. Na, deiner ist ja das Schlimmste. Mehr als 20 Familien. Das waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Wir tun es. Also meinem Rechner machen Benchmarks Spaß, aber Spiele machen keine Spaß. Und keinen Spaß. Deswegen kackt er dauernd mittendrin ab. Naja, wir hoffen ja mal, dass das ja, eventuell... Mit dem Mainboard, was jetzt schon da ist. Was um 1 abgeliefert wurde. Ja, du leider nicht zu Hause warst. Ja. Weil du hier zocken tust. Gerade ein Wachhund. Ja, sonst hätte ich es direkt eingebaut. Aber er ist wie ein Freund. Ich überlege noch, ob ich das in den alten Tower einsetze oder in den neuen. Vielleicht ist es aber auch so, dass einfach deine Form deines Rechners verflucht ist. Wir glauben, es klappt diesmal. Eine Form meines Rechners? Ja, weil es doch, wie nennt man das? Fake Apple? Ne, so ein Hackintosh. Ja, Hackintosh ist. Auch Bomben verbessert. So lala. Ja, wie gesagt, nutzen wir nicht. Ja. IOL ist immer noch voll. Nee, es liegt daran nicht, weil ich meine, es ist ein ATX Tray drinne. Also so eine Befestigung, weißt du. Und an sich läuft er. Diablo, El Diablo. Ach scheiße, Vierer brauchst du. Dann würde ich es aufheben. Warten für El Diablo. Weil die Knarre ist echt gut. Ach, willst du doch das... Zielfernrohr ist sowas für den Arsch, ey. Ja, wie gesagt, kannst du lassen, so wie es jetzt ist. Jo. Mehr nach links. Vorsicht. Wie viel Money habe ich überhaupt? 500. Für El Diablo, für die Papka 0. Was? Das ist ja gar nichts. Und 18 Schuss für... Ja, geht schon, Eiermassen. Ach, es geht. Du hast aber noch genug Mollys. Ja, weil ja kommt dann gleich eine üble Schießerei. Ja. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch einen Moment. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon. Drück drauf. Und es werde Licht. Viva America. Gut gemacht, Jungs. Warum kommen die ganzen guten Spiele spielen immer in Amerika? Weil auf Deutschland niemand stolz ist. Auf das, was jetzt passiert, schon lange nicht mehr. Ja, ey. Auf Deutschland war noch nie jemand stolz. Zumindest in den letzten 100 Jahren nicht. Und seit einem Jahr sogar nicht mehr mit den Deutschen. Ja. Und der Merkel ist sowieso alles egal von da an. Ja, irgendwie hat die Frau eine Macke. Ja. Aber eine ganz große. Wie gesagt, ich verstehe es echt nicht, warum der noch mit Morddrohungen gedroht wird. Die hat jedes Recht verwirkt. Zu leben? Ja. Alles. Die hat nur noch ein Recht, und zwar zu sterben, am besten vorgestern. Ja, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder.
Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, oh, ich bitte. Weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfach Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Die haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Ich würde sagen, wir haben gute Praxis darin. Räuber! Haltet sie auf! Lass sie nicht ins Gebäude! Ey! Da hat es, glaube ich, bloß einen Helm erwischt. Ne, ja doch, helmlos. Der lebt noch. Warum haben die alle einen Kevlar-Helm an, verdammt? Gibt's die Dinger in jeder Straßenecke oder wie? Ja. Sag mal, die hier sind wir in der Schießerei. Ich glaube einfach nicht, dass hier keine Money rumliegt. Davon wusste ich noch gar nichts hier. Ich glaube, hinter dir steht jemand. Nee, drei oben. Ja, drei. Na los, geh sie mal besuchen, die Freunde da oben. Ja. Die werden schon ganz ungeduldig. Und komischerweise haben die Munition ohne Ende. Komm. Willst du mich verarschen? Schön. Links, hinter dir. Ja. Früher hast du das auch mal mit ein bisschen mehr Schmackes gemacht. Ich bin alt geworden. Oh, oh, ich dachte, das wäre ein Freund gewesen. Das ist bloß ein alter Feind. So, einer weniger, jetzt müsste noch einer da sein. Oh, doch nicht. Doch, da. Oh, zwei sogar. Drei. Oh Mann. Und das war einer weniger. Ah ne, das ist einer von uns gewesen. Oh Mann. Ey, was? Bam. Du versuchst immer auf den Kopf zu zählen, oder? Ja. Aber irgendwie klappt das nicht.
Da links in der Ecke ist noch einer. Hinter dir. Da rechts. Ey, warum schießt er den nicht einfach auf den scheiß Körper? Deine Aim ist kacke mit dem Controller. Ja. Dann musst du es doch gar nicht erst probieren. Warte ab, bevor du hier schlaue Sprüche machst, erstmal abwarten und... Deine ist aber besser. Ich dachte, ich könnte Bede mitnehmen. Nee, leider nicht. Ja, schnappt ihn! Die sind gut gepanzert, die Leute. Schön. Ja gut, bei sowas kann ich das verstehen, dass man ein bisschen aimen tut, aber im direkten Nahkampf. Na, das war leider nichts. Das war getroffen. Echt? Ja. Ey, was? Hängen geblieben hier an so einem Scheiß. Nimm doch El Diablo. Ach, scheiß auf El Diablo, boah. Geht doch so. Das war ein Headshot. Denkst du? Ah, da unten kriegt noch einer rum. Weil die oben sind tot, scheinbar. Diese zwei Körpertreffer, tot. Da laufen deine Leute. Da gab's immer nie. Fürs Gewehr. Nix. Nix. Die haben alle nichts einstecken. Ist klar. Aber schießen können sie. Ja. Ja, du, die schießen nicht mit Kanonenkugeln, sondern mit. Wattepads? Ja, irgendwie, die ziehen sich da so was aus dem Arsch und. Den Inhalt erledigt. Und der zweite und die Knarre ist leer. Das ist der Tommy. Ja, würdest du deinen eigenen Bruder umlegen? Ja. Wäre ich dafür, ja, aber. Einfach mal so. Ja, just for fun, ne? Ja. Aber du musst da rein. Ein Stellungskrieg ist es vom Vorteil. So, der ist auf jeden Fall hinüber. Uff, da stand ja noch einer. Ich wusste es. Nein. Klar.